In der letzten Jetzt Folge. geht's los. Aber wir natzen die übelst weg, Leute. Und so geht es weiter. Machen wir das mal. Und schon wieder haben wir kein Gold. Geht genau auf gerade. Ja, den lasse ich nicht mehr alleine rumrennen, den Kollegen. Da kommt ein böses Vieh, ein schnelles, und dann ist der nämlich auch down. So, Ölplattform erforscht. Sehr, sehr gut. Als nächstes hätte ich gerne Executor, ist dann so ein Turret-Turm an sich, der ziemlich krass ist. Engineering Center hätte ich dann gerne erstmal. Das ist dann das Militärgebäude, wo man die ganzen krassen Einheiten bauen kann. Advanced Müll wollen wir auch noch haben. Advanced Query genauso. Okay, ich mache aber erstmal. Was machen wir denn als erstes? Erstmal brauchen wir Gold. So, Ölplattform brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Ja, brauchen wir 20 Steine. Haben wir aber gleich. Okay. Wir können dann erstmal zwei Ölplattformen bauen. Das ist in Ordnung. Das reicht, glaube ich, dass man dann ordentlich Einheiten pumpen kann. Weil wir brauchen nämlich für die ganzen guten Einheiten dann. Öl. So, jetzt muss ich hier trotzdem ein bisschen aufpassen. Ressourcen. Ölplattform. So, gucken wir. Es ist gut, dass wir hier gerade aufräumen. Jetzt einfach mal eben umstellen. Auf wichtiges Target. Oh, der kriegt gerade sehr viel ab. Das gefällt mir nicht. Der ist fast tot. Scheiße. Das könnten jetzt ein bisschen viele sein. Die sind tot, wahrscheinlich. Okay, ich glaube, ich habe mich übernommen. Muss gerade überlegen. Wenn ich hier zumache, mache ich erstmal hier zu. So, jetzt geht zumindest. Am liebsten hätte ich ja jetzt hier noch irgendeinen Tower. Passt aber leider nicht. Wir könnten den hier hinsetzen. Ist erstmal besser als nichts, glaube ich. Und solange müssen wir einfach die Position hier halten. Ach, ja. Ich glaube, die kriegen es irgendwie noch hin, hoffe ich. Ich krieg den halt gerade nicht zurückgeschickt hier, weil die den Weg blockieren. So. Okay. Na gut, rennen wir mal in die Türme rein. Das können wir gleich wieder reparieren, Leute, kein Problem. Ja, wir sogar noch vier Sniper stehen hier oben. Okay, komm mal bitte rein. Wobei, es könnte vom Timing her schlecht sein, ich weiß es nicht, aber eigentlich müsste es klappen. Eieieiei. Komm mal hier in die Mitte, bitte. Hier habe ich mir wirklich gerade eine Zombie-Baustelle gebaut. Nicht so gut. Hätte ich gerne. Dass wir das ja nie endlich mal zumachen können. Kommt auch eine kleine Welle. Aber wir können gleich mal unsere Türme beobachten. Sieht aber eigentlich gut aus. Scheiße. Das ist aber keine Zombie-Horde, Leute. Das ist keine Welle. Das ist einfach mal so ein spontaner Angriff. Weil die Bock drauf haben. Die werden jetzt hier alles platt machen. Weil die kriege ich nicht down, glaube ich. Der ist wahrscheinlich down. Na, mal gucken. Und jetzt kommt eine Horde. Von Osten. Scheiße, das ist vom Timing richtig kacke. Okay, ich lasse mal zwei hier. Ich muss drei hier lassen. Aber wir haben ja auch einen Tower. Wir müssen halt nur sehr schnell jetzt hier noch eine Mauer hinsetzen. Das darf ich nicht vergessen. Schnell hoch mit euch. Der wird jetzt wahrscheinlich sterben. Er weicht aus. Nice. So.
Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass die Ballista den jetzt gleich platt macht. Aber hier kommt auf die 1. Also Osten könnte bedeuten, dass die hier raufkommen oder dass die hier raufkommen. Hier ist relativ gut geschützt. Auch wenn ich das jetzt gerne gleich noch ein bisschen ausbauen würde. Aber hier, das gefällt mir noch nicht so gut. Also die Stelle hier. Hier werden die alles platt mähen. Aber hier zumindest können wir versuchen, ein paar Tower hinzusetzen. Und hier habe ich auch noch keinen Radar-Tower. Den habe ich hier hingebaut. Hier muss ich auch noch einen hinsetzen. Das müssen wir dann gleich machen. Puh, okay, wir versuchen jetzt erstmal hier rauszukommen. In der Hoffnung, dass wir das verteidigt bekommen. Ich baue jetzt hier erstmal nicht aus Stein. Das hebe ich mir lieber jetzt auf für den, da wo der Angriff stattfindet. Aber ich will das wenigstens zumachen. So. Und Woodgate. Okay, da war es jetzt wirklich ein bisschen länger ruhig gewesen und ich habe es wieder geschafft, zum richtigen Zeitpunkt Probleme zu bekommen. Wobei, es ist alles noch in Ordnung. Ich denke, das ist erstmal gesichert hier. Es kann halt wirklich sein, dass die auch von hier jetzt kommen. Osten, das ist auch Osten hier. Ich überlege halt gerade, ob wir hier noch schnell jetzt eine Mauer hochziehen, ob das so sinnvoll ist, weil hier können wir eh keine gute Mauer hinsetzen. Sollen lieber gucken, dass wir das jetzt hier sichern. Das geht alles kaputt. Aber das können wir dann reparieren. Habe ich denn noch einen Shocking Tower? Ne, die habe ich alle schon rausgehauen. Okay, ich könnte es auch erforschen, aber ich würde dann eigentlich die Executor Tower dann bauen. Machen wir hier mal noch ein paar Ballistas hin. Osten könnte auch bedeuten... Ne, also hier ziemlich sicher nicht. Entweder hier oder hier. Das kann man wohl zu... Sagen wir mal 90%. Kann man das so sagen? Das geht nicht. Das würde gehen. Würde auch was bringen. Ich werde es wahrscheinlich früher oder später echt nochmal umbauen, Leute. Mal gucken. So, bauen wir hier einen hin. Ah, ich hätte echt die Gates lieber hier drüben und dann den Tower hier, ne? Aber nächste Mal. Und hier würde ich sagen... Dann kommen die noch durch, oder? Ja, dann kann ich nämlich hier noch einbauen. Das wäre schon ziemlich cool dann. Später. Hier kommt doch durch, ne? Ja. Ich habe diese Probleme bei der Wegfindung, aber es funktioniert. So, dann würde ich probieren, hier schnell die Wand noch zu Ende zu bauen. Ja. Hier machen wir einfach nur Rutten hin. Hier von hier wird erstmal nichts kommen und vielleicht kriege ich sogar noch eine Schicht rum. Das wäre super. Ah, ich bin super gespannt, ey. Ich finde das immer mega spannend. Wir können sogar noch versuchen, hier eine Balliste hochzuziehen. Der Aufbau gefällt mir trotzdem echt relativ gut, muss ich sagen. So, jetzt haben wir kein Gold mehr. Eine Stunde. So, von wo kommt ihr? Das ist jetzt die Frage. Von da. Okay. Also werden die hier jetzt... Wow, die könnten auch hier ankommen. Könnte auch passieren. Wir müssen aber durch den Radarturm die relativ früh jetzt sehen eigentlich. Habe ich irgendwo noch überschüssige Einheiten? Die brauche ich. Die hier sind, die brauche ich eigentlich auch. Die kommt von da. Habe ich irgendwo, hier habe ich halt Einheiten stehen, aber die würde ich erstmal da lassen. Hier stehen halt auch schon ein paar, das ist gut. Hier steht einer, hier stehen zwei, aber die protecten einfach den Bereich hier. Das ist schon wichtig, dass die hier sind. Hier stehen auch zwei, das ist auch okay. Und die beschützen auch noch den Bereich hier, was auch okay ist. Kann man bestimmt auch mal einen abziehen und so, aber der macht es, glaube ich, dann nicht fett, Leute. So, da kommt die Horde. Okay, die kommt hier an. Wo seid ihr? Ja, die sind nicht rechtzeitig da, glaube ich. Die Tower müssen viel machen. Ich kann halt noch einen bauen.
Okay. Das wird jetzt übel, Leute. So. Hier kann ich ja nicht mehr. Ne, doch. Ein bisschen kann ich hier bauen. Das mache ich dann wieder weg. Also ich glaube, die Zombies machen jetzt gleich weg. So, und hier, das werden wir nicht mehr rechtzeitig hochbekommen. Denke ich zumindest. Wollen wir es probieren? Wir probieren es. Gleich geht's los, Leute. Aber es geht noch eigentlich. Aber ich, also wir werden es hoffentlich schaffen, aber den Turm setzen war vielleicht nicht mehr die beste Idee. Mal sehen, ob der fertig wird. Die Sniper können auf jeden Fall schießen, das ist gut. Das Problem ist, dass die Türme es noch nicht ballern können. Die können... Ah, sehr gut, Steinmauer ist noch fertig. Und jetzt gehen sie wieder kaputt. Aber wir konnten es auf jeden Fall ein bisschen aufhalten dadurch. Und jetzt sind unsere Leute da. Wir müssen die dürfen noch nicht vergessen. Hör auf damit! Hör auf, die Leute anzuzünden! Meine Güte. Geh mal nach vorne, bitte. So, Tower ist gleich fertig. Der 1000 Halberkai. Okay, je. So, jetzt können die aber auch schießen. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Irgendwas, was wir währenddessen machen können? Erforschen oder so? Würde ja Sinn machen. Engineering Center. Bin ich eigentlich fast dafür. Oder machen wir erstmal Echo. Advanced Query und Advanced Müll würde eigentlich auch Sinn machen. Ja, wir brauchen Strom. Machen wir es mal mit. Wow! Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil die sah echt nicht so groß aus. Da sieht schon ein bisschen anders aus, wenn man die dazu rechnet. Scheiße. Ich habe mich schon gewundert, weil ich dachte, ja, so viel sind das ja eigentlich gar nicht. Okay, hier noch einen Tower hochziehen. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute hier auch stehen. Also, wir können uns ein bisschen verteidigen. Und wir haben hier zwei Türme. Okay, ist doch deutlich interessanter. Wir können, haben das gleich platt. Wir können jetzt eigentlich schon mal den Typen... Ja, den brauchen wir jetzt eigentlich gerade noch hier. Los, zünd alle an. Ich muss ihn nur rechtzeitig zurückziehen dann gleich. Kommt der klar? Nein. Okay, geh mal weg bitte. Yeah! Oh, ich liebe das Spiel, Leute. So gut. Auf, auf. Was? Die sind down hier? Ey, ich habe das Gefühl, der Shocking Tower oder ich weiß es nicht. Irgendwas hat ja sehr viel gebracht. Und das waren nicht die 5 Sniper, also. Wobei, da sind ein, zwei Veteranen dabei, aber. Wuh! Alter, ich wollte jetzt gerade hier noch Verstärkung schicken, weil ich dachte, hier ist noch voll was los. Nee. Voll weggemetzelt. Nice. Der Turm ist nicht mal kaputt, den müssen wir noch reparieren. Nee, unsere Units sehen eigentlich gut aus. Krass, krass, krass. Okay, Tag 47, Leute. Ah, krass. Okay, cool. Es war jetzt ja ein bisschen länger ruhiger gewesen, aber ich denke, das sollte für alles wieder entschädigt haben. Nice. So, bevor ich es vergesse, Ölplattform, wir brauchen mehr Energie. Ja gut, aber wir können jetzt gleich upgraden, wenn das hier fertig ist. Dann können wir die ganzen Mühlen upgraden. So, was mache ich jetzt mit euch? Was mache ich jetzt mit euch? Es ist geil, es ist nicht mal irgendwas kaputt gegangen oder so. Hier können wir noch ein bisschen Eisen anbauen, aber das ist eigentlich erstmal okay. Könnten höchstens hier, das hier können wir noch säubern. Aber dafür brauchen wir die nicht mal. Ich schicke euch jetzt einfach hier irgendwie nach Norden und ihr könnt mal noch ein bisschen leveln. Wir sollten jetzt lieber gucken, dass wir hier noch Häuser hinbauen, einfach damit wir das Gold noch weiter erhöhen. Der Punkt ist nämlich, dass ja, wir dann einfach deutlich mehr Gold machen würden und dementsprechend können wir mehr Einheiten bauen, weil die ja Unterhalt kosten. Wenn die Gebäude dann irgendwann kaputt gehen, ist es so im Finale, also in der finalen Welle. Die geht ja mehrere Tage, die finale Welle. Ne?
Dann gehen die Gebäude kaputt, die Einheiten haben ja dann trotzdem noch. Oder halt die Tower etc. Deswegen macht das schon Sinn. So, ich würde dich mal alle ein bisschen vorschicken. Räum mal ein bisschen auf hier. Dann würde ich wahrscheinlich hier dann noch eine Mauer setzen. Und die Mauer wirklich bis hierhin dann irgendwie komplett ausbauen. Damit hätten wir einen Riesenbereich geschützt. Ja, aber jetzt hat man mal so langsam einen Überblick über die komplette Karte hier. So, wie gesagt, die finale Wette geht mehrere Tage und da kommen wirklich eine Milliarde. Ich weiß es nicht, aber super viel. So, ja, ich muss mal ganz kurz mir nochmal in Ruhe Gedanken machen, jetzt damit das ein bisschen flüssiger dann wieder vorangeht. Also bis gleich. Wenn ich mir das so angucke, wäre eigentlich das hier ideal, um Häuser zu bauen. Hier haben wir schön Platz. Hier ist nirgendwo viel Erz, was stört. Doch hier ist ein bisschen Gold. Aber hier könnte man schön zumachen. Richtig dick. Hier genauso. Der See ist sogar gut. Also hier diese Öldings, weil da können die nicht dran vorbeilaufen. Hier können wir auch schön zumachen. Hier ist auch noch ein bisschen Platz an zur Grenze. Und hier können wir auch krass zumachen. Ich glaube, hier werde ich die Häuser ausbreiten. Und zusätzlich ist das noch nicht ideal geschützt. Dann wäre das quasi doppelt gepanzert. Hier gefällt mir nicht, dass wir sehr an der Grenze. Hier stört mich das Erz und so. Hier kann ich keine ordentliche Mauer langziehen. Also nur bis hierhin wahrscheinlich. Also nur diesen Bereich. Also die Seen sind toll und so, aber man könnte halt hier wunderbar sichern, wenn ich mir das so anschaue. Aber ich glaube, ich werde erstmal im Süden mich dann jetzt weiter ausbreiten. Was das angeht. Ergo, ihr kommt mal mit nach unten. Ich könnte mir eh vorstellen, dass die nächste Welle. Ja, die war jetzt ständig im Norden gewesen. Das ist ja random, nee, im Osten. Es ist aber trotzdem random, denke ich. Ich weiß nicht. Aber es kam halt lange keine mehr im Süden. Auch wenn das dann wahrscheinlich die falsche Denke ist. So, gut. Hier brauchen wir erstmal noch einen Moment, weil wir wollen uns jetzt an sich überall trotzdem weiter ausbreiten. Machen wir mal hier ein Tor hin. Dann warten wir, bis der fertig ist. Dann bauen wir daneben gleich einen neuen. Hier jetzt noch nicht, da will ich erst dann noch ein paar mehr Einheiten haben. Hier würde ich, glaube ich, mal einen hinsetzen, probeweise. Ah, hier ist aktuell, na wobei, wir haben hier drei Sniper stehen. Gucken wir uns das mal an. Okay. Wieso kann ich nichts bauen? Wir haben keine Energie. Aber wir haben jetzt erforscht, dass wir die upgraden können, glaube ich. Die Kraftwerke. Können wir. So, und das kostet Eisen und 500 Gold. Alles klar. Machen wir gleich so viel wie geht. So, das Essen wird auch knapp. Farm upgraden. Wir sammeln jetzt ja Öl. Das müsste also jetzt auch gehen. Wo seid ihr? Hier seid ihr. So groß ist die Armee nicht mehr. Ich warte halt die ganze Zeit drauf, dass ich, ich soll vielleicht trotzdem noch ein paar Sniper bauen, aber ey, wir kriegen das, glaube ich, durch die Türme jetzt aktuell immer schon gut protected. Solange ich die spontane schnell genug bauen kann. Und ich baue jetzt halt gleich die sehr guten Einheiten. Das ist eigentlich mein Plan. So, Energie geht jetzt ordentlich nach oben, das ist super. Farm upgraden, dafür brauchen wir Gold. Okay, kriegen wir gleich zusammen. Query, hier wäre halt nice. Geht aber nicht mehr. Hier würde noch gehen. Ist halt schon sehr nah an den Zombies dran. Die werden dann auf jeden Fall kommen. Ich baue mal davor hier eine Mauer hin und vielleicht dann sogar gleich eine Steinmauer machen. Haben wir schon alle Häuser geupgradet? Noch nicht. Dann bauen wir erstmal eine Holzmauer hin. Besser ist nichts. So, hier kommt ein Tower hin. Das nervt mich ein bisschen hier jetzt. Das Tesla-Ding, weil da können wir eigentlich dann. Wir können aber hier dann noch einen Tower hinsetzen. Das ist okay. Das können wir sogar machen, wenn ich hier das Geld hinsetze. Wenn ich mich. Nee, können wir dann nicht. Also, hier kommt ein Tower. Kann ich gerade einen bauen, um mir das nochmal anzugucken? Leider nicht. Hier kommt ein Tower hin. Und hier hätte ich halt auch gerne einen. Das wird da nicht gehen, wenn ich hier ein Geld dann hinmache. Brauchen wir denn hier ein Geld? Ja, wenn wir das noch erschließen wollen. Oder wir machen hier komplett zu, weil wir der Meinung sind, dass wir jetzt genug Steine abbauen. Wir machen plus 22. Nope. Der Meinung bin ich nicht. Wir müssen mal gucken. Also hier kann ich einen hinbauen. Hier muss ich dann gleich mal schauen, wie das ist. So, und sobald es jetzt steht.
Ein Tower hätte ich ja trotzdem gerne gleich hier hingesetzt. Und dann würde ich mich quasi hier auch noch so eine Mine hinbauen. So, Kollegen sind da. Hier war es vorhin ein bisschen gefährlich gewesen, ne? Also Vorsicht ist geboten. Könnte man eigentlich die dann gleich noch mit dazu ziehen, theoretisch. Ich meine, die zwei Türme, die kommen jetzt hier erstmal klar. Kommt mal mit dazu, Leute. Wir wollen uns jetzt hier ausbreiten. Weg mit den Zombies. Wenn ich hier hin baue... Egal, wir machen erstmal hier. Kann sein, dass jetzt gleich eine welche kommen. Schicken wir mal einen Veteran dahin, der ein bisschen aufpasst. So weiter vor müsst ihr eigentlich nicht, Leute. Ist okay so. Position halten, bitte. So, mal gucken, ob der alleine klarkommt. Ich schicke mal den hier noch dahin. So. Okay, jetzt haben wir wieder ordentlich Gold. Moment, jetzt Militär. Ballista. Wow, es würde perfekt gehen, Leute. Nice! Sowas liebe ich, solche Momente. Wir können hier einen hinsetzen, hier einen hinsetzen. Ich denke, einer reicht das, ne? Wenn der fertig ist, bauen wir hier dann die Mine hin, sozusagen. Dann ist das jetzt sicher genug. So, weiter Häuser upgraden. Geht nicht, wir brauchen Food. Also Farm upgraden. Ne, geht erstmal nur, aber das müsste einiges bringen. Jetzt kommen wieder solche Spuckviecher, ey. Die Sniper sind perfekt gegen die Spuckviecher. Die normalen Soldaten sind zum Beispiel nicht so toll gegen die, weil die Range nicht so hoch ist. Und die Range von den Spuckviechern ist relativ hoch. Die machen immer so einen AE-Schaden. So. Okay, deshalb Tower ist fertig hier. Ja, also hier wird hier auf jeden Fall eine Mauer setzen. Oder nicht hier. Und hier. Und hier genauso. Schließen erstmal noch das Stück hier. Okay, Leute, kommt mal mit. Zwei Leute bleiben hier. Ihr passt jetzt hier mal bitte auf ein bisschen. Okay. Ja, wir wagen uns jetzt wirklich sehr weit nach vorne. Aber es geht noch. Also, wie gesagt, hier sind wir auch fucking nah an der Grenze dran. Also bis hierhin geht sozusagen noch. Weil da kann ich quasi nicht dann. So. Alles klar. So, dann können wir hier schon mal eine provisorische Mauer hinsetzen. Also wenn wir es können. Moment, Query, das lohnt sich hier. Gib mal wieder Gold zusammen. 50. 80. Ne, 30. Nee, 80. Wow. Richtig ordentlich. Okay. Machen wir hier hin, würde ich sagen. Das lohnt sich richtig. Das sind 10% mehr Gold, Leute. Als Bilanz. So, okay. Hier eine Doppelmauer hinsetze. Machen wir auf jeden Fall erstmal. Hier würde ich ein Gate noch hinsetzen. Weil wenn die kommen, kommen die wahrscheinlich eher von da, oder? Nicht hier lang. Und das Gate ist die Schwachstelle. Ja gut, ich würde das Gate hier hinsetzen. So. Bam, bam. Okay, sieht gut aus. So, hier können wir wunderbar... Hier wäre eine super Position für einen Tower. Hier kann ich, wie gesagt, nichts lang bauen. Ich müsste die Mauer dann quasi jetzt hier so rum machen. Was mir auch relativ gut gefällt. Das machen wir jetzt gleich. Soweit wie geht zumindest. Wenn ich so mache. Wenn ich so hier mache. Dann ist es aber nicht doppelt geschützt. Das hätte ich eigentlich gerne doppelt die Mauer. Quasi so hier. Dann hier das Gate hin. Wow, nice. Ich könnte hier sogar... Aber wenn ich hier das Ding baue, kann ich hier keinen Turm mehr hinsetzen. Hier ist super. Für den Turm. Weil da kann man eh nichts Sinnvolles mehr hinbauen. Außer das.
So, wenn das fertig ist, kann man hier einsetzen, ist das hier auch komplett erschlossen. Alles klar, so, auf den warten wir noch. Ja, wir haben jetzt an sich auch nichts, wir können halt noch selber bauen, wie gesagt. Theoretisch. Mal gucken, das kann man als nächstes erforschen. Executor ist dann der gute Turm. Die werde ich wahrscheinlich dann bald bauen. Das Problem ist, die kosten relativ Unterhaltungskosten. Die sollen wir dann kurz vor dem Finale wahrscheinlich dann setzen. Ich weiß noch nicht, ob man die Türme dann upgraden kann, die Ballista-Türme. Das muss ich dann mal ausprobieren. Advanced Krabby fände ich halt ganz geil. Um ehrlich zu sein. Wirefan-Strap, das machen wir dann vielleicht auch, muss ich mal gucken. So, was machen wir mit dem Gold jetzt? Farm. Naja, Essence 81, das ist ja ganz schnell wieder weg, Leute. Energieproduktion müssen wir eigentlich erstmal wieder pushen. Ergo. Ich muss mir das mal ganz kurz angucken hier, wie viel das bei denen bringt überhaupt. Normale Mill kostet 4 Worker, 20 Wood, 300 Gold, bringt 30 Energie. Also habe ich zumindest so im Kopf. Genauso viel Worker, genauso viel Gold. Okay. Bringt 50 plus, kostet 30 Unterhalt. Moment, wo haben wir eine normale? Wow. Die sind ganz schön teuer im Unterhalt, Alter, für das, was die bringen, oder was die mehr bringen. Die bringen gerade mal 20 mehr. Das ist übel, Leute. Die bringen 20 mehr Strom. Also so, weiß ich nicht, so 70% mehr Strom. Aber kosten einfach mal 500% mehr? Finde ich ziemlich kacke, muss ich ehrlich sagen. Da brauche ich lieber das Powerplant, glaube ich. Das bringt deutlich mehr, wenn ich da so drüber nachdenke. So, ja, gut. Powerplant bauen, Leute. Bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, was baue ich hier hin? Ja, dann kann ich hier... wenn ich hier Mauer wegmache, nur Turm einsetzen. Weil die Mauer finde ich eh nicht so geil. Die haben wir ja noch provisorisch dahin gesetzt, wo wir angegriffen wurden. So, Strom haben wir auch gleich wieder. Food würde ich gerne nach oben bringen. Und dann die Häuser weiter upgraden. Gibt es denn da noch so viele überhaupt? Haben wir hier noch irgendwo Holzhäuser? Hier. 8 Stück noch. Okay. Haben wir auch bald. So, hier ist auch fertig. Brauchen Gold. Okay, also so im Nachhinein muss ich sagen, die Mills zu bauen oder abzugraden, sollte man wahrscheinlich sogar eher lassen, wenn ich mir das jetzt so angeguckt habe. Um ehrlich zu sein. So, gleich haben wir wieder Strom. Wir brauchen Energie. Aber wir können jetzt hier schon mal weitermachen. Hier einen Tower, will ich keinen Tower haben, weil hier kann ich nichts zumachen. Außer ich baue hier eine Wall hin. Dann will ich hier einen Tower haben. Ich muss mal gerade gucken. Tower. Pause. Tower. Pause. Tower. Ja, okay, dann kann ich hier hinsetzen. Aber hier hin. Nur jetzt kann ich es halt immer noch umändern. Was geht denn bei euch ab? Alles cool? Fein. So, hier würde ich jetzt auch zumachen. Hier können wir wunder, also den baue ich hin, dann kann ich jetzt schon machen. Sieht einfach wunderschön aus. Den muss ich gleich platzieren. Ja, weil es schön aussieht. Und einfach nicht vergessen, das macht alles Sinn, spätestens für die finalen Tage, weil dann kommen die, wie gesagt, von überall, wenn wir so weit kommen. So. Ja. Nee. Ich mach, hier. Und hier mache ich Gate. Dann kann ich hier noch einen Tower hinsetzen und glaube auch hier. Später. So, dass hier noch das Gate durchkommt, was super wäre. Und ich denke, das ist eigentlich erstmal okay. Wir warten mal noch, bis der Tower fertig ist. Und dann machen wir weiter hier. So, wir haben auch keinen. Was haben wir, was fehlt denn? Wood fehlt. Interessant. Achtung. Yay! Veteran. Ah, geht mal nicht weiter vor. Ist schon cool so. Okay, jetzt kommen hier ein paar kleine Wellen. Yay, die Tower, die clearen so schnell. Das ist der Wahnsinn. Wir gucken mal, wie es jetzt hier läuft. Die treffen halt wirklich immer mehrere auf einmal, hä?
Wenn dahinter welche sind, das ist ja der Shit. Ja, damit war zu rechnen gewesen. Überrascht, dass es so lange gedauert hat. Hier hätten wir vielleicht auch gerne bald mal noch was. Das ist scheiße hier. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das war, glaube ich, gar nicht so schlau, den wegzulocken. Aber krass, was der Sniper alles platt macht, ey. Komm, schnell in Sicherheit. Ah, ich habe das ja auch noch nicht wirklich gesichert. Es ist ja wirklich nur ein Sniper, der hier rumsteht. Aber das sieht trotzdem erstmal ganz gut aus. So, gut. Machen erstmal zu. Ich muss jetzt gleich überlegen. Jetzt können wir langsam die Steine raushauen, weil wir haben schon fast alle Häuser geupgradet. Wo will ich hier ein Gate haben? Will ich überhaupt noch ein Gate haben? Ich meine, wir könnten das jetzt hier nur abbauen. Ah, das können wir auch so abbauen. Dieses Gate bauen wir eigentlich immer nur für die Soldaten. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt einfach komplett zu, Leute. So, dann baue ich hier auch mal noch einen Turm hin. Nee, kann ich nicht. Radar-Tower hätte ich aber auch Bock drauf. So, das haben wir komplett aufgedeckt hier. Moment, ich muss mal gucken, wo habe ich den denn hingebaut, den Tower? Hier. Dann würde ich hier irgendwie einen hinbauen. Also entweder hier hin oder hier hin. Ich glaube, hier ist ganz geil. Da müssen wir eigentlich hier den kompletten Bereich. Hier könnte sein, dass wir ein bisschen blind sind. Aber ich denke nicht. Wir müssten eigentlich auch gut sehen. Ich baue den aber nicht ganz an die Spitze, sondern hier eher so hin. Hier ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ja, machen wir mal. Kann ich noch einen bauen? Der kostet Holz, ne? Alles cool. Alles cool, alles cool. So, ich würde sehr gerne jetzt gleich noch einen bauen. Und zwar hier hin. Irgendwie. Radar-Tower. Ah, so, hier habe ich einen. Hier hätte ich halt gerne irgendwie einen. Eigentlich in dem Bereich genau, wo der jetzt ungeschützt ist. Was mit Kacke ist. Wir können auch hier hinsetzen. Das müsste auch seinen Zweck erfüllen. Aber hier hätte ich halt gerne einen Tower. Moment. Das müssen wir da reparieren. Wir können ihn auch hier irgendwie hin platzieren. Hier vielleicht. Ja, das wird auf jeden Fall auch klar. Ja, hier können wir halt auch wunderbare Mauern setzen. Warte mal. Platz lassen? Mauer. Platz lassen. Hier baue ich keine Mauer mehr hin. Wahrscheinlich. Platz lassen, Mauer, Platz lassen. Keine Mauer. Das Eisen werde ich jetzt eh nicht abbauen. Das lohnt sich nicht. Machen wir mal. Stellen wir aber mal einen hier hin. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ein Zombie mir das Teil jetzt zerstört. Ich dachte gerade, hier kommt schon was. Aber es ist nur ein Vogel. So, wie sieht's aus? Essen können wir noch ein bisschen gebrauchen. Machen wir gleich mal ordentlich. Dann würde ich die Häuser gleich jetzt mal noch alle auf Stein bringen und dann würde ich jetzt bald irgendwie neue bauen. Und zwar hier in dem Bereich war eigentlich der Plan gewesen. Wie gesagt, der Radar-Tower ist fertig. Guck mal, was hier alles rumsteht, ey. Alles klar, wir wollen nämlich unbedingt die 1200 Einwohner erreichen. Schon wieder Osten? Ey, die Ossis, ich sag's euch. Jetzt kommt wieder irgendein Ossi. Wie meinst du das? Ich bin selber Ossi. Echt mal so gewesen. Hab irgendeinen Witz über Ossis gemacht. Bin selber Ossi. Und hat sich irgendeiner auf den Schlips getreten gefühlt, wie ich das noch machen kann. Dann habe ich geschrieben, ja, ich bin auch Ossi, Alter. Komm klar. So, Osten. Ja, das kann halt jetzt wieder hier sein oder hier sein. Ich hätte halt dann, jetzt fühle ich mich halt dann doch nicht ganz so cool mit den Einheiten, die ich habe. Das kann halt jetzt auch noch schief gehen, ey. Aber wir haben, ey, Tower habe ich halt gebaut und das zählt halt auch, Mann. Ich gucke erstmal, wie die kommen. Und dann werde ich noch ein, zwei Tower dahin stellen, wo ich denke, dass die hinkommen. Hier ist es absolut ungeschützt, was scheiße ist. Das ist richtig kacke. Tower.
Hier kann ich eh nicht. Würde ich hier hinbauen, da ist alles abgedeckt. Ich mache das jetzt nur. Ah, der Radar ist auch ungeschützt, scheiße. Okay, komm du mal runter, bitte. Geh's ein bisschen zur Seite. Geh's mal hier hin irgendwie. Okay. So, ich warte es jetzt und wir warten ab, von wo die kommen und dann baue ich da noch Tower hin. Okay, wir wissen von wo sie kommen, von da. Irgendwie wird die Zeit immer weniger, kann das sein? Das ist doch scheiße. Das kann halt jetzt schon wieder hier sein. Oder hier sein. Aber hier haben wir eigentlich schon gut geschützt. Hier sind auch noch ein paar Sniper. Wir müssen die eigentlich gleich jetzt hier sehen. Das Ding wird fertig. Ich greife noch gerade nicht an. Gut, dass ich den Sniper hingestellt habe. Das ist spitze. So, da kommen sie. Von da. Tja, die können jetzt hier runterlaufen. Na, die splitten sich bestimmt wieder. Die kommen bestimmt hier hin und hier hin. Das ist übelst glücklich aktuell. Weil ja, das ist am besten geschützt bisher. Ich nutze aber die Gelegenheit und schütze das noch besser, zumindest wenn ich es irgendwie noch kann. Scheiße, hier habe ich nicht zugebaut, ich Noob. Die kommen da bestimmt noch wieder dahin, oder? Hab ich auch nicht zugebaut, das hab ich vergessen. So, Mist. Ah, hier ist eh nicht viel passiert. Hier kann ich eh, hier kann ich dann wieder weiter zubauen, wenn ich will. Wir können einfach aus Spaß ein paar Holzwände dazwischen knallen. Das hält die ja auch ein bisschen auf. So, kostet ja jetzt nicht so viel. Und das machen wir mit Steinen zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch hier wieder ankommen. Ich hoffe, wir überstehen die Welle, weil nächste Welle bauen wir dann bis dahin dieses Gebäude hier. Da muss ich jetzt aber mal ein bisschen Geld ansparen dafür. Kommen die echt noch von da? Ja, sieht so aus, ne? Okay, dann ziehe ich euch mal ab hier. Ich kriege euch nicht angewählt. Also jetzt. Ah, kommt mir hier mit zur Unterstützung. Lauft ihr außen lang? Lauft innen lang, hoffe ich. So, da kommt auch die... Ah, die kommen gerade rechtzeitig. Auf die Sekunde. Ich würde den Typen auch mal von der Seite hinschicken. Das könnte Sinn machen. So, hier kommt immer noch nichts. Die kommen alle von da. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf! Ja, die Türme schießen halt nicht so lange, die da sind. Also, das bringt nicht so viel die Mauer. Das hört gar nicht mehr auf, Leute. Die schießen nicht. Ja, das sieht man dann spätestens da, würde dann so ein Tower Sinn machen, wo die sich draufstellen können. So, den wollte ich eigentlich jetzt zur Seite schicken. Nicht, dass die jetzt auf diese glorreiche Idee kommen, hier lang zu laufen. Dann habe ich ein Problem. Aktuell sieht es nicht so aus. Okay, hier ist das Ende. Alles klar. Oh, der Shock Tower ist ja doch geil. Habt ihr das gesehen gerade? So, hier, komm. Voll rein. Ich habe brennende, dicke Zombies am Arsch. Na, ja, der konnte ein bisschen was weglocken. Ich glaube, die machen einfach nur viel Schaden, die Viecher. Ja, da ist das Ende. So, wir haben 3000 Gold. Ich weiß es nicht. Meint ihr, wir schaffen das? Meint ihr, ich kann das schon erforschen jetzt hier? Nee, das hier? Engineering Center? Komm, ab geht's. Wir können auch noch einen Turm bauen. Ich finde ja den Shocking Tower doch ganz geil. Fast geneigt, irgendwie noch mehr zu bauen dann davon. Also das erstmal zu erforschen und dann davon mehr zu bauen. Hier im Bau ist dumm, weil da könnt ihr nicht mehr langlaufen. Eigentlich gibt es hier keine gute Stelle mehr. Hier würde es uns gehen.
Aber da ist jetzt nicht wirklich viel im Radius drin. Eigentlich lohnt es sich jetzt da nicht. Muss ich dann die Mauer erst weiter ausbauen. Boah, krass, das geht, Mann. Die muss ich gleich zurückziehen hier. Aber wenigstens ist ein Ende in Sicht. Halt! Okay, alle einen Schritt zurück, Leute. Oh, nice! Der Shocking Tower, der rockt! Feier den. Und zurückziehen, der darf nicht surrounded werden. Komm, da einmal reinbrennen. Und zurück. Ja, komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich muss unbedingt, ich brauche Raketenwerfer Typen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Oh nein! Mein schöner Tower! Ja, Arschgeigen. Okay. Tag 53, wir leben noch. Ganz schnell den Scheiß reparieren. Ich hoffe, bis zur nächsten Horde müssen wir auf jeden Fall bessere Einheiten an den Start bekommen. Nice, das freut mich. Das freut mich richtig. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Alles reparieren. Sind wir fertig mit dem Erforschen? Ja. Deswegen lohnt sich das halt, also währenddessen da auf sowas zu achten, ne? So, das Gebäude bauen wir jetzt. Die Frage ist nur, wohin? Die Frage stellt sich ständig. Das hört nicht auf. Die hätte ich, eigentlich hätte ich ja schon gerne mittig irgendwo, aber wir haben halt alles zugebaut. Ich könnte halt... Ah, ich schau nochmal. Ich setz mal einen Cut, ich guck mal in Ruhe, Leute. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle. Ich merke gerade jetzt, nachdem die Welle vorbei ist, dass ich jetzt erstmal was Kleines essen muss und so. Ich mache erstmal eine ganz kleine Pause. Außerdem mögen das ja manche Zuschauer, wenn man sich regelmäßiger verabschiedet. Oh Mann. Ich bin fix und fertig und irgendwie auch glücklich, dass wir immerhin jetzt schon mal so weit sind. Auch wenn wir jetzt nächste Welle platt gehen. Der Plan nächste, bis zur nächsten Welle ist jetzt, wie gesagt, wir bauen das Militärgebäude gleich am Anfang der nächsten Folge. Dieses krasse. Und da können wir dann Raketenwerfertypen bauen. Theoretisch können wir sogar, ich kann das mal eben zeigen, weil das müssen wir jetzt hier nämlich freischalten. Also einmal diese Thanatos-Typen, das sind die Raketenwerfertypen. Die sind übelst nice zum Verteidigen. Und dann gibt's diese Titans. Die sind richtig OP. Das sind solche Riesen-Mags. Kosten aber 6000 Gold, um das freizuschalten, und dann kosten die, glaube ich, 2000 pro Einheit oder so. Also muss ich gucken, ob ich auf die gehe. Zum Verteidigen sind die Thanatos vielleicht sogar geiler, weil die halt da eh Schaden machen. Würde ich wahrscheinlich mehr Thanatos-Leute pumpen und die dann überall verteilen. Denke ich. Wir können mit dem Gold, was wir dann... Den Executor, also diesen einen Turm, den machen wir dann erst gegen Ende. Also nicht gegen Ende, aber bevor wir dann, also erstmal Militäreinheiten jetzt. Drum können wir mit Raketenwerfern. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Das ist ja witzig, ne? Das ist das erste Spiel, das du gerade findest. Und ja, das ist unglaublich, wie ich das gerade einfach nur feier. Darum hoffe ich, dass es bei euch auch so ist. Ich hoffe es einfach mal. Auch wenn es so von der erstmal auf den ersten Blick komisch aussieht, ne? Das ist ja jetzt kein Grafikwunder oder so. Das ist halt Grafik, die Sinn macht bei dem Spiel. Wobei ich die Stilistik eigentlich ganz geil finde, aber desto mehr man sich mit dem Spiel beschäftigt, desto geiler ist es. Das ist wirklich eine Perle. So, also, macht's gut. Tschüssi.